Nach dem neuen 1er zeigt BMW den völlig neuen 3er. Dass die neue Mittelklasse-Limousine ein enger Verwandter des 1er ist, ist ein offenes Geheimnis. Beide basieren auf der gleichen Plattform mit Dreiecksquerlenkern vorn und einer Mehrlenkerachse hinten. Dabei ist der Alu-Anteil größer ausgefallen, um ein möglichst geringes Gewicht realisieren zu können. Die neue 3er-Generation wächst in der Länge um 5 cm, der für den Platz im Innenraum maßgebliche Radstand legt um rund 4 cm zu. Trotz der gewachsenen Maße soll sich die Gewichtsspirale nicht weiter nach oben drehen. BMW verspricht bis zu 45 kg weniger als bei einem vergleichbaren Modell der aktuellen Generation. Zur Markteinführung stehen 4 turbogetriebene Aggregate zur Wahl, 2 Diesel und 2 Benziner. Den Einstieg markiert der 163 PS starke 320D Efficient Dynamics. Die Top-Motorisierung ist zunächst der 335i mit einem 306 PS starken Reihensechszylindermotor unter der Haube. Im kommenden Frühjahr folgen dann diverse Motorisierungen. Im weiteren Verlauf des Jahres soll auch eine Hybridversion folgen.